Und ja, die beiden haben gezeigt, wie moderne Rechnungseingangsverarbeitung aussieht. Ich kann mir bei so einer guten Lösung eigentlich nicht vorstellen, dass irgendjemand sagt, ach nö, wir bleiben mal beim alten Prozess und vorher hat ja auch geklappt. Aber genau dieses, das haben wir doch immer schon so gemacht und warum sollten wir jetzt was ändern? Das ist eben doch noch sehr präsent in Unternehmen, wenn es dann doch um den digitalen Wandel der Arbeitswelt geht. Denn klar, Veränderungen sind ja auch erstmal was Neues, eine Herausforderung, teilweise auch eine Bedrohung vielleicht von meiner eigenen Arbeit. Und genau deswegen ist es so wichtig, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aktiv einzubinden und in diesen Prozess mitzunehmen. Und wie man das gut macht und eben die Bereitschaft für die Veränderung in der Belegschaft erhöht, das ist das Thema des nächsten Panels. Und ich freue mich jetzt sehr, meine liebe Kollegin Monika Ilves hier zu begrüßen und an dich zu übergeben. Monika, du moderierst das Panel und damit feuerfrei. Schön, dass du da bist. Herzlichen Dank und vielen Dank an unsere Teilnehmenden. Ja, heute haben wir schon über die Arbeitsweise in Unternehmen gesprochen und jetzt kommen wir natürlich zu dem weiteren spannenden Thema Veränderungsmanagement. Und in diesem Panel Tipps gegen, das haben wir schon immer so gemacht, werden wir darüber sprechen, was bedeutet das für Unternehmen und wie bindet man Mitarbeitende aktiv in Veränderungsprozesse mit ein. Dieses Panel ist natürlich auch geprägt von Veränderungen und dementsprechend möchte ich meine Experten begrüßen. An dieser Stelle direkt der Hinweis, Jeroen Hansmann kann leider nicht teilnehmen, da er in einer Vorstandssitzung ist und ich darf seinen Kollegen Philipp Dickmann-Siemensmeier vorstellen, Senior Change Manager, bei der Deutschen Bahn. Herzlich willkommen an der Stelle. Und ebenfalls darf ich anmelden, ist Kai Manzel, Experience Lead bei Microsoft. Hallo. Und unsere Referentin für Arbeitsrecht und Arbeit 4.0, Dr. Lisa Allegra-Markert. Schön, dass Sie alle da sind. Jetzt starten wir direkt mit drei Impulsen und an dieser Stelle der Hinweis, liebe Teilnehmende, falls Sie Fragen haben, können Sie diese gerne im Chat stellen. Und an dieser Stelle würde ich gerne direkt an dich, Philipp, weitergeben und dich bitten, deinen Impuls mit uns zu teilen. Ah, okay, sehr schön. Ich würde gerne über die starke Schiene, über die neue Strategie der Deutschen Bahn seit 2019 sprechen, auf die ich sehr stolz bin und wo ich auch einfach überzeugt bin, dass die auch sehr viel anders ist als alle Strategien bei der Bahn vorher. Und ich glaube, der große Unterschied von der neuen Strategie starke Schiene ist der, dass wir nicht mehr irgendwie gucken, wie wir als Bahn irgendwie besser oder was irgendwie strategisch uns ausrichten, sondern dass wir bei der starken Schiene wirklich so eine Art gesellschaftlichen Auftrag uns in der Strategie abgeholt haben. Und der gesellschaftliche Auftrag ist wirklich, dass wir sagen, die starke Schiene ist in einem Umfeld, wo es wirklich nicht mehr darum geht, wie wir selber irgendwie effizienter oder besser, das ist alles wichtig, aber wir tun das für einen Purpose und der Purpose ist, das ist halt für dass wir es halt für Europa machen, für die Verkehrsverlagerung insbesondere und für Deutschland und für das Klima auch vor allen Dingen. Und natürlich sind uns Greta und alle sehr, sehr gut in die Hände gespielt, aber das ist wirklich was das Besondere an dieser Strategie und was es so einzigartig macht, dass wir sagen, ey, das hat wirklich einen vollkommen gesellschaftlichen Auftrag hat. Genau, und diese Strategie, die hat auch noch einen extra Punkt, was das hier zu diesem Thema auch hat, nämlich das ganze Thema Partizipation. Wir haben nämlich einfach gesagt, ja, es gibt strategischen Bausteine, es gibt 15 Ausbausteine, robuster, schlagkräftig und moderner. Aber es gibt auch noch zusätzlich als Teil der Strategie die 15 Ausbausteine der Mitarbeiter. Und und das halte ich als Changer wirklich für einen ganz tollen, spannenden Partizipationsprozess, den wir hier eingeführt haben. Ich finde ihn fast auch einzigartig in Deutschland. Wir haben es damit wirklich geschafft, dass wir sagen, diese 15 Ausbausteine gehören den Mitarbeitern. Wir lassen sie auch komplett frei und offen. Diese Ausbausteine werden umgesetzt, sie werden von den Mitarbeitern gestaltet und sie sollen als sozusagen das wichtigste Anliegen deutlich machen und sollen sie mit Vorstandsunterstützung, sollen diese Themen dann von den Mitarbeitern selber in die Strategie Eingang finden.
Und es ist geplant, in den nächsten Jahren rund 2000 Mitarbeiter aktiv an die Entwicklung dieser Mitarbeiterausbausteine einzubinden, wirklich teilhaben dieser Strategie werden lassen. Und wir haben alle 200.000 Mitarbeiter aufgerufen in Deutschland, sich an diesen Prozess zu beteiligen und an diesen Prozess dieser Entwicklung dieser Mitarbeiterausbausteine. Und da sind wir jetzt in der vierten Welle. Wir machen da vielfältige Entwicklungen mit Synthetron, Ausbaucamps, Expertenforums, Jury-Sitzungen. Also es ist ein ganz, ganz spannender Prozess, der da passiert. Und ja, ich bin auch sehr stolz, dass da ich ein Teil davon bin. Herzlichen Dank, Philipp, an dieser Stelle. Ich würde direkt weitergeben an Kai und dich bitten, deinen Impuls mit uns zu teilen. Ja, vielen Dank. Ich bin Kai Manzel. Ich bin bei Microsoft. Experience Lead nennt sich meine Rolle, weil ich dafür verantwortlich bin oder bisher war. Ich habe gerade die Rolle gewechselt. Was für Erlebnisse Kunden und Partner in unserem Gebäude haben, in unserer Deutschlandzentrale in München. Die haben wir vor 4 Jahren bezogen und haben uns halt auf ganz viele Aspekte des neuen Arbeitens fokussiert, zu sagen, was kann das halt alles sein? Und wir wollten dieses Gebäude von vornherein nutzen wie eine Art Marketinginstrument, als sei es eine Online-Seite. Was sind die Themen, die wir besser transportieren können? Das Kernthema ist das neue Arbeiten. Und das neue Arbeiten fokussiert auf 3 Säulen, die auch nicht von uns kommen, sondern die halt grundsätzlich so mit eigentlich so Allgemeingut in der Zukunft zu diesem Thema neues Arbeiten sind. Und das sind Mensch, Ort und Technologie. Und jetzt sind wir Microsoft, da ist es natürlich ganz leicht zu sagen, Technologie und wir reden nur darüber und machen dieses Thema. Technologie ist kein Treiber fürs neue Arbeiten. Technologie ist eine Notwendigkeit, so arbeiten zu können, so wie wir das jetzt tun. Vermutlich hättet ihr diese Veranstaltung auch sehr gerne irgendwann mal live gehabt. Die machen wir jetzt halt anders. Dafür braucht es Technologie. Gut, jetzt nutzen wir da andere als unsere, aber es funktioniert nur aufgrund der Technologie. Nur weil die da ist, verändere ich aber das Arbeiten nicht. Weil seit wann gibt es Tools wie, entlassen wir dieses hier mal wie Zoom zu oder Webex von Citrix oder Microsoft Teams. Seit wann gibt es das in Unternehmen und seit wann ist die Möglichkeit des Arbeiten von zu Hause da? Das gibt es alles vor dem 17.03. schon in Unternehmen, aber erst nach dem 17.03. gibt es die Möglichkeit von zu Hause zu arbeiten in ganz vielen Unternehmen. Ist kein Treiber. Der Ort. Wir sind umgezogen vor gut vier Jahren in ein neues Gebäude. Und da kann ich ganz tolle Möbel reinschauen, das alles ganz schick machen und so weiter. Arbeite ich deshalb anders? Nö, auch nicht. Das ist eine Folge dessen, wie Menschen arbeiten wollen. Und das ist auch in jedem Unternehmen, in jeder Organisation anders und es muss dazu passen. Es muss zu der Kultur des Unternehmens passen, zu den Mitarbeitern, die dort arbeiten. Und damit ist der dritte Faktor, der Faktor Mensch und die Kultur des Unternehmens oder innerhalb des Unternehmens, der einzig treibende Faktor für ein neues Arbeiten. Wie ist das, wie wir arbeiten wollen? Und da finde ich das ganz spannend. Ich habe es gestern Abend auf LinkedIn gepostet, habe eine Studie gesehen in der Tagesschau-App, die besagt hat, nach einer repräsentativen Umfrage unter 600 Menschen wollen die zukünftig auch nach Corona 2 Tage die Woche von zu Hause arbeiten. Hätten wir diese Umfrage im Februar gemacht, wäre das ganz anders aufgefallen in Deutschland. Das heißt, da hat sich auf Mitarbeiterseite ganz viel verändert. Jetzt ist es Zeit an den Unternehmen, an dieser Kultur nachzuziehen, dass wir da nicht einen riesengroßen Erwartungshaltungsgap haben, wenn wir nach Corona irgendwann ja auch wieder mal alle zurück ins Office wollen. Wir sind soziale Menschen. Herzlichen Dank, Kai, für deinen Einblick. Wir kommen gleich nochmal zurück zu den Impulsen und an der Stelle auch nochmal die Erinnerung, falls Sie Fragen haben, dann stellen Sie sie gerne im Chat. Und an dieser Stelle übergebe ich an Lisa und freue mich auf die Tipps der Experten. Danke, Monika. Ich gebe mal meinen Bildschirm eben frei. Und zwar, Moment. Ich habe hier gerade noch ein kleines Problem, aber es sollte gleich gehen. So. Wir sehen, Technik an dieser Stelle ist kein Treiber. Ja, so.
kann dort Alternativtechnologien empfehlen. Aber es ist übrigens ein schönes Bild, dass die Bahn gerade, Monika, bei dir vorbeifährt im Hintergrund. Das finde ich sehr schön. Das an dieser Stelle allerdings ist live. So, ach, verdammt, jetzt alles klappt nicht. Seht ihr es? Ich sehe es aktuell nicht. Ich gucke mal kurz in die Technik. So, jetzt. Da kommt was. Jetzt sehen wir es. Danke, Lisa. Sehr gut. Prima. Ja, das haben wir schon immer so gemacht. Das haben wir alle leider schon mal im Job gehört. Und ja, es wird immer wieder als Rechtfertigung und Begründung genutzt, wieso wir den Status quo erhalten wollen. Dabei sagte ja schon Schiller, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Und ja, Schiller wäre beeindruckt, wenn er heute unser Innovationsmanagement sehen würde, was es jetzt gibt. Und da stellt sich halt die Frage, wie können wir die Voraussetzungen schaffen, damit gute Innovationen im Unternehmen entstehen kann. Und dabei steht gutes Innovationsmanagement im Grunde auf zwei Säulen. Einerseits eben das Schaffen von Rahmenbedingungen, damit im Unternehmen Ideen entstehen können, Innovationen da entstehen können. Das heißt, da müssen wir Mitarbeiter ermutigen, ihnen Selbstvertrauen geben, eine Diskussions- und Fehlerkultur schaffen und eben sie auch für Totschlagargumente, wie eben, das haben wir schon immer so gemacht, sensibilisieren. Andererseits brauchen wir ja dann auch die konkrete Förderung im Einzelfall, eben, dass wir da Innovation und Kreativität schaffen. Das kann sein, dass man kleinere Workshops macht, aber es kann auch eben sein, dass Unternehmen sowas wie Innovations-Awards schaffen, Pitching-Contests oder ein Thinkathon. Insgesamt ist es einfach immer wieder wichtig, dass man als Mitarbeiter, aber auch als Führungskraft seine Ziele und Aufgaben immer wieder hinterfragt. Warum machen wir das? Wo wollen wir eigentlich hin? Und wieso tun wir es auf diese Weise? Im Idealfall haben wir Kreativität, wenn wir Mitarbeiter aus ganz unterschiedlichen Bereichen zusammenbringen und da eben dann Ideen gemeinsam entwickeln und dann diese Ideen auch umsetzen. Ganz wichtig ist auch immer die Umsetzung. Es bringt nichts, wenn man Ideen entwickelt, sie dann aber auch nicht umsetzt, denn das führt auch bei den Mitarbeitern ja einfach zur Frustration, wenn sie sehen, dass ihre Ideen und ihre Kreativität da verpuffen. Schließlich noch zum Change, zu Veränderungsprozessen. Solche Prozesse rufen Ängste und Unsicherheiten bei den Mitarbeitern hervor. Und da hilft es, konsequent zu kommunizieren und die Mitarbeiter mitzunehmen, indem man sie also die neuen Themen kommuniziert, aber sie eben auch dafür begeistert und mitnimmt. Und das kann den Change-Prozess dann im Ergebnis positiv beeinflussen. Herzlichen Dank, Lisa, für deinen Input. Ich würde direkt mit einer passenden, aber wahrscheinlich ein wenig kecken Frage einsteigen. Und zwar heißt weg von, das haben wir schon immer so gemacht, dass man ständig alles ändern sollte. Und gerne auch an dich, Lisa, in dem Moment. Ja, sehr gerne. Ja, so ein bisschen ist das auch beim Bitkom das Motto, dass wir alles immer hinterfragen sollen. Unser Hauptgeschäftsführer betont das immer wieder. Ich glaube, das ist grundsätzlich absolut, ja, Kai zeigt gerade die Daumen hoch. Ich glaube, dass das grundsätzlich absolut der richtige Ansatz ist. Ich meine, das heißt ja nicht, dass man dann alles verwerfen soll, was es schon gerade gab. Ich meine, es gibt ja häufig sinnvolle Strukturen, die man ja auch erhalten kann, aber grundsätzlich Dinge immer zu hinterfragen und kritisch zu sein, das ist absolut richtig. Und ich kann ja Kai noch was dazu sagen, wenn er jetzt die Daumen hoch gezeigt hat. Also zum einen kenne ich natürlich euren Hauptgeschäftsführer. zum anderen, wenn wir über das neue Arbeiten auch da in dieser Kombination mit reden, dann ist das neue Arbeiten nicht das Erreichen eines Arbeiten 4.0, sondern eine immerwährende Reise. Wir werden uns immer weiter verändern und wir werden auch immer wieder neue Dinge ausprobieren und feststellen, da hat was nicht funktioniert, dann müssen wir es halt wieder neu und anders machen. Und insofern müssen wir uns grundsätzlich an dieser Stelle auf Veränderungen einstellen. Da würde ich ja direkt mit einer zweiten Frage einsteigen. Ich sehe auch schon die ersten Fragen bei uns im Chat auftauchen. Herzlichen Dank. Digitalisierung und DB fragt eine Teilnehmende. Wie schafft die DB, Kolleginnen auf der Reise der digitalen Transformation mitzunehmen? Also, ja, also, das ist uns, das ist übrigens aufgefallen, also ich weiß es nicht, ob es schon so klar ist, aber bei der Bahn
ist jetzt kein Geheimnis, wenn ich verrate, dass so eine eher pessimistische Grundhaltung auch in der Belegschaft ist. Und das liegt vielleicht auch immer, dass ich weiß es sogar in der Bild-Zeitung, dass immer, wenn es ein Sommerloch gibt und man nicht weiß, was berichten gibt, dann lass mal was Negatives über die Bahn erzählen. Aber das merkt man schon und so. Und dass wir jetzt so als das Unternehmen die digitale Transformation einfach schaffen müssen, aber dass wir aber auch einen gesellschaftlichen Auftrag haben, das zu tun, da würde man ja in anderen Unternehmen jetzt denken, super, jetzt sind alle sehr, sehr optimistisch und wir schaffen das zu gelingen. Aber dem ist noch nicht so. Wir müssen sehr daran arbeiten, noch dieser Zukunftsoptimismus, dass uns das gelingt und dass wir auch diese ganzen Stolpersteine bei der Bahn einfach noch lösen. Ja, wir haben Erfolge auch in der Fläche. Das heißt, da sind einfach digitale Projekte, die funktionieren. Wir haben Endgeräte für alle. Wir versuchen, alle Mitarbeiter überhaupt in die Lage zu bringen, was digitale Prozesse etc. auch zu profitieren und auch besser zu werden. Das heißt, wir sind auch noch sehr an den Basics dran bei der Bahn und die brauchen auch sehr viel Change, weil das unterschätzt man auch teilweise, dass auch gerade das Thema Endgeräte für alle digital machen, gerade bei der Bahn noch ein großes, großes Thema ist. Und wir müssen uns, und das ist mir ganz wichtig nochmal zu sagen, wir müssen es schaffen, dass diese Digitalisierung auch in so ein Zukunftsoptimismus bei den Mitarbeitern kommt, dass es nicht wegen der Strategie ist, sondern vor allen Dingen deswegen und dass Digitalisierung was Positives ist, was unseren Erfolg auch dann gewährleistet. An dieser Stelle wäre es bestimmt auch ein Einblick, also spannend, einen Einblick von dir, Kai, zu bekommen. Ich weiß, ihr habt vor einigen Jahren schon die Open Workspaces eingeführt. Wie hat sich das oder wie hat sich diese Umstellung bei den Mitarbeitern bemerkbar gemacht? Wenn ich wieder auf diesen Dreiklang gehe, auf Mensch, Ort und Technologie, dann ist bei uns das Thema Technologie ja gesetzt. Ne? Also, dass wir Technologie fürs neue Arbeiten haben, das wird uns jeder unterschreiben. Wir haben eine sehr, sehr spezielle Kultur. Wir hatten schon vorher Vertrauensarbeitszeit und Vertrauensarbeitsort. Und das wurde bei uns wirklich richtig gelebt. 3-4 Jahre im Vorfeld, bevor wir in dieses neue Gebäude umgezogen sind. Das heißt, wir waren in Schieflage, was dieses neue Arbeiten betraf. Und es war insofern ganz offensichtlich, dass wir da was tun müssen. Wir saßen in einem Vorort, weit draußen von München, 17 Jahre altes Gebäude, auch technologisch an sich nicht mehr auf dem neuesten Stand, und haben halt eigene Technologie, haben eine sehr spezielle Kultur, wir können davon arbeiten, von wo wir wollen, und plötzlich war es leer. Ein altes Gebäude, was leer ist, ist noch unattraktiver und es wird noch leerer. Insofern war schon klar, es muss was passieren. Das ist auch mein Rat bei sowas. Nicht anfangen mit Vertrauensarbeits, mit neuen Räumen, mit Shared Desk und nicht mehr für jeden Mitarbeiter einen eigenen Platz, wenn ich nicht vorher einen Vertrauensarbeitsort ausgetestet habe. Weil dann haben alle Angst, erstmal ist mein Platz weg und dann ist meine Rolle weg. Und dadurch, dass die Reihenfolge bei uns eine andere war, hat das funktioniert. Im Endeffekt haben wir ein Activity-Based Working umgesetzt. Dass wir sagen, du kannst arbeiten von wo du willst, außerhalb des Unternehmens, und da suchst du dir auch den perfekten Platz. Weil im ICE auf dem Weg zum Kunden kannst du bestimmte Dinge abarbeiten, aber halt nicht alles. Und so kannst du halt zu Hause ganz andere Dinge auch wieder abarbeiten. Und im Office gibt es dann auch verschiedene Plätze für verschiedene Tätigkeiten. Für ruhiges Arbeiten und für lautes kommunikatives Arbeiten miteinander. Und beides gibt es jeweils formell und informell. Und daran muss man sich gewöhnen, dass man das schafft. Aber es geht viel besser, als man denkt. Und man muss erstmal ohne Ausnahmen starten, weil sonst ist jeder eine eigene Ausnahme. Weil das gehört natürlich zu dem, wir haben schon immer so gemacht. Unsere Abteilung ist so wichtig, wir brauchen eine Ausnahme. Das findet jede für sich. Herzlichen Dank, Kai, an dieser Stelle. Ich würde auch gerne nochmal Lisa fragen. Du hast einen guten Einblick in verschiedene Unternehmen. Was meinst du, wie früh sollte die Belegschaft in Veränderungsprozesse integriert werden?
Also grundsätzlich sehr früh. Also Kommunikation ist ja wirklich nicht nur ein nice to have oder sowas, sondern das ist ein absolutes must have. Da muss man die Mitarbeiter, wie es so schön heißt, abholen und mitnehmen. Das mag jetzt erstmal ein bisschen abgedroschen klingen, aber das ist super wichtig. Also Change-Prozess, das hängt ja ganz maßgeblich auch von der Kommunikation ab. Und es gibt ja eben auch Studien, die sagen, wenn du nicht vernünftig kommunizierst als Unternehmen, dann gelingt der Change auch wesentlich schlechter, ne? Also insofern, da musst du kommunizieren, aber auch sinnvoll kommunizieren. Ich meine jetzt irgendwie kommunizieren, dass noch nichts passiert ist oder sowas, das frustriert dann die Mitarbeiter unter Umständen auch. Also da muss man die Worte sozusagen weise wählen und ein gutes Team haben, was einen da eben kommunikativ sozusagen berät, um da einen sinnvollen Kommunikationskanal zu haben oder auch immer zielgruppengerecht da zu kommunizieren, ne? Also eben bereichsspezifisch zum Beispiel dann eben zu kommunizieren. Herzlichen Dank. Wir kommen zum Ende und ich würde zum Abschluss noch mal eine Frage aus dem Publikum nehmen und bitte einfach Sie, das jeweils vielleicht im besten Fall in einem, vielleicht auch in zwei Sätzen zu beantworten. Und zwar, haben Sie einen Tipp, wie man gerade ältere Kollegen als Know-how-Träger durch die Digitalisierung der Arbeit nicht versehentlich abhängt? Vielleicht magst du, Kai, anfangen. Das neue Arbeiten ist kein Generationsthema. Es hängt nicht daran, ob jemand älter oder jünger ist. Jeder von uns kennt jemanden, der oder die 25 ist und wesentlich älter als wir sind. Und das hängt grundsätzlich an persönlicher Einstellung zum Thema Wandel. Und natürlich gibt es eine Häufung von älteren Mitarbeitern, die resistent gegenüber Change sind und unaufgeschlossen gegenüber Neuem. Das waren die mit 16 auch schon. Und da haben sie sich einen Job ausgesucht, der versprach, sich möglichst wenig ändern zu müssen. Es hat also als Träger nichts mit dem Alter zu tun. Mit dem Grundgedanken dahinter, glaube ich, kommen wir wesentlich leichter da längst zu sagen, wir müssen das zielgruppenspezifisch aufbauen und sagen, wir müssen grundsätzlich Ängste nehmen und wir müssen nicht grundsätzlich ältere Menschen an die Hand nehmen. Meine 80-jährige Mutter schreibt WhatsApp mit meiner Tochter. Daran liegt es nicht. Für uns ist es ja auch das Thema fast existenzbedrohend, ja. Durch den demografischen Wandel werden viele, viele, wir haben einfach sehr ältere Mitarbeiter, die dann auch in den nächsten Jahren ausscheiden werden. Und dieses Eisenbahnerwissen, nenne ich es jetzt mal, ist einfach sehr, sehr wichtig für uns und so. Und deswegen ist es für uns auch eine ganz zentrale Aufgabe bei der Bahn, Methoden und Programme zu entwickeln, um dieses Systemwissen Bahn und insbesondere diese bahnspezifische Fachkenntnisse und die geschäftsfeldübergreifende Zusammenarbeit mit mehr Tiefe und Breite zu vermitteln, zu digitalisieren etc. Und wenn man in diesem Prozess, ja, also mit Wertschätzung vor allen Dingen, weil wir das Wissen von den Eltern brauchen, in diesen digitalen Wissensprozess einbezieht und auch wertschätzt, das ist meine Erfahrung, dass das dann sehr, sehr gut und dass die Bereitschaft dann auch für digitale Offenheit dann einfach auch da ist. Hat alles auch sehr viel mit Wertschätzung zu tun. Herzlichen Dank, Philipp. Lisa, vielleicht magst du in einem Satz abschließen und dann müssen wir gleich auch weitergeben. Ich kann mich Philipp nur anschließen. Also Wertschätzung ist auf jeden Fall super wichtig, unabhängig vom Alter. Und ansonsten sozusagen anschließend an das, was ich vorher gesagt habe, die positiven Aspekte einfach kommunizieren und das gilt für Jung und Alt. Ich danke sehr herzlich für eure Einblicke und für eure Tipps. Ich glaube, da kann man vielleicht schon was für den nächsten Montag mitnehmen. Und an der Stelle würde ich direkt an meine Kollegin Linda van Rennings weitergeben und sage vielen Dank.